So, weiter geht's. Bis Juni. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung weiter. In die, genau. Gucken wir mal, was hier hinten ist. Echt? Da ist nichts. So, gucken wir mal in die Tür. Radiation Warning. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Da war nämlich auch so ein Ding und das Pfund noch. Dann nehmen wir das doch einfach mal mit. Nee, die Tür geht nicht auf, scheiße. Dann gehen wir mal da rein. Ne, da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann tun wir das Ding nochmal rein. Ich kann es nicht aufheben. Doch jetzt. Warte. So. Stecken wir es nochmal rein. Es geht jetzt nicht mehr rein. Toll. Okay, ist auch kaputt gemacht. Scheiße. Okay, lass uns nochmal liegen. Irgendwas. Nee, ist auch nichts. Stark mal die Tür. Oh! Dein Assi. Boah, jetzt hat man sich ein kleines bisschen erschrocken. So, okay. Jetzt lass doch mal gucken, ob wir da rein können. Hier. Da will ich aber nicht rein. Okay, an die andere Scheibe? Nee. Kann ich jetzt vielleicht hier durchklettern? Ja. Sehr gut. Du Assi, hier. Ich zum Glück hat er nicht viel ausgehalten. Das war's, glaube ich. Ja. Oh, da haben wir noch Munition gekriegt, sehr gut. Ein Bett. Was haben wir hier nichts? Was hübsche ist das? Bildchen. Hübsche Mädchen. Ja, hübsche Bildchen. Achso, Bildchen. Weiß ich nicht, was das ist. Ach, da kann man drücken, da macht irgendwie. Ach, jetzt kann ich hier jetzt von hier die Tür aufmachen? Nee, hä? Jetzt noch mal links gucken, ob jetzt die Tür aufgeht. Ja, sehr gut. Ja, will ich. So. Oh, schnell wieder rein. Ich habe gerade auch mal getroffen. Oh, scheiße. Sehr gut. Aua. Oh oh. Bumper alle. Sehr gut. Jetzt gucken wir erstmal nochmal so, ob hier nicht noch irgendwelche Viecher sind. Hä? Da ist gerade von alleine meine Lampe ausgegangen. Achso. Achso. Dann guck doch mal hier unten auf den Boden, genau. Nehmen wir es mit und nehmen es mit hier hinten hin. Bestimmt der ultimative Secret. So, nee, links, genau hier. Zack, drin. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Und drücken jetzt mal hier. Ah, jetzt haben wir irgendwas gemacht. Guck mal, was da passiert. Wir haben irgendwas angemacht. Nee, hä? Wow. Scheiße, was passiert denn jetzt? Wir werden da hingezogen. Automatisch angesogen. Was ist das für ein Scheiß? Wow. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ja. Na, guck mal hinter uns, ob nicht jetzt aus so einer Wand ist. Nö. Okay. Was hatte das jetzt für einen Sinn? Ah, jetzt ist die Wand auf. Ah. Cool. Secret gefunden, oder geheim? Oder den richtigen Weg? Sind wir wieder hier? Hä? Waren wir hier nicht schon mal? Nö. Nicht? Keine Ahnung. Sieht alles gleich aus. Ich glaub, hier waren wir schon mal. Ja. Guck mal hier in die Tür. Was steht da? Security Room. Security Room ist gut, ne, Mist. Gucken wir mal nach hier hinten. Oh, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das läuft automatisch. Ja. Oh, jetzt geht's wieder. Dann lass jetzt nochmal in den Security-Raum gucken. Vielleicht geht's jetzt. Ne, Mist. Okay. Oh, scheiße. Okay. Hier steht bestimmt wieder irgendwas auf. Ne, die haben alle keinen Kopf.
Die stehen bestimmt nicht auf. Ja, ja, vorhin, der eine. Ja gut, der eine, den haben wir aber auch erst den Kopf abgeschossen. Ja, da kannst du noch weiter laufen. So, dann lass jetzt mal hier rein. Oh, umdrehen, umdrehen, umdrehen. So. Ja, weil die Tür nicht aufging. Und meistens, wenn die Tür nicht aufgeht, heißt das immer irgendwas. Okay, gehen wir mal nach hier hinten. Da war irgendwas hinter. Ach so, hinter der Tür. Aber die Tür geht auch. Hm. Okay. Ne, muss man wieder in die andere Richtung. Okay. Hm. Lass nochmal die Security-Tür probieren. Okay. Ne, die geht nicht. Scheiße. Vielleicht. Ne. Auch nicht. Nee. Oh, jetzt sind wir hier. Ach. Ah. Finde ich gut. Wir müssen uns. Warte, lass den Wagen hier nehmen. So. So klappt's. Oh yeah. Ja. Hab's geschafft. Ich muss mal kurz die Taschenlampe reloaden. So. Ach, ist ganz dunkel. Das machen wir das mal. Oh, schön. Hi. Stürzt nicht durch. Ich hab die Taschenlampe nicht ausgemacht. Wow. Ich voll die Grusel-Effekt hier in dem Spiel. Heißt ja auch Nightmare House. Heißt nichts. Nur weil es Nightmare House heißt. Ich würde mir gruseln, wenn es Glücksbärchenhaus 2 heißen würde. Ja, wenn es so gruselig wäre wie hier, aber. Lol, ich habe einmal hingekommen. Okay, lass auf den Bildschirm gucken, der kommt bestimmt gleich wieder. Nee. Und hier gibt's Lebenspunkte und Munition. Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were alone here. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. I'm unlocking the main doors. Keep moving. I'm unlocking the main doors, hat er gesagt. Das hat er die aufgemacht, der Idiot. Jetzt können wir hier rein. Ach, jetzt sind wir in diesem Security-Ding drin. In der Security. Okay, wir müssen uns das wahrscheinlich gleich mit diesen zwei Typen hier auseinandersetzen. Der eine hat die Hand verbunden. So, dann hat man das also. Sind die anderen beiden noch da? Ja, gut. Oh, wenn man den Kopf schießt, gehen die echt schon kaputt. Sehr gut. So, welche Türen sind jetzt offen? Ne, die da. Ne, die ist zu, glaube ich. Nachgeladen habe ich, oder? Ja, ne? Ja, die ist zu. So. Wo die immer herkommen? Die waren ja auch vorher gar nicht da als Leichen. Die hatten ja gar keine Köpfe. Wie können die das ja gar nicht... Doch, das sind die, hä? Aber gerade hatten die noch keine Köpfe. Hm, komisch. Ja, gehen wir hier mal weiter. Sieht aus wie ein Levelausgang. Oh, oder sowas. Yummy. Yummy, 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 I got. Geht's jetzt weiter? Ja, ich kann gehen. Oh! Geil! Ich wusste gar nicht, dass es solche Effekte in Half-Life 2 nicht gab, ist schade. Ist ja geil. Kommen wir der Tür überhaupt näher? Also man, Ravenholm war ganz schön horrormäßig, da hätte man sowas machen können. Schön, wir sind. Ach, wir haben es geschafft. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Wir sind draußen. Was ist hier? Ich wette, wir erschrecken uns gleich ultra krass, mega. Ich glaube, du erschreckst uns gleich ultra krass. Nein. Oh, was ist das denn? Ja, da ist wie ein Robi. Wir sind im Wasser. Im Blutwasser. Ja, oh, Loading. Cool. Wir haben das Level geschafft. Yeah, Chapter 3. Guck mal. Ach. Haben noch Zeit für diesen Part. Ich überspringe mal den Lade. So, wir sind wieder drin im nächsten Level. Ich hoffe, man hört ein paar Geräusche. Aha, wo sind wir jetzt? Wir können uns gerade nichts machen. Oder ist gerade eine Tür zugegangen? Ach, schön, wir haben keine Waffen mehr. Ah doch, haben wir jetzt unsere Waffen wieder. Chapter 3, Maintenance. Echt? Oh ja, wir haben nur die Axt. Scheiße. Moment. Was denn?
Ja, warte mal kurz. Ah, okay, gut. Ja, wir sind wieder da. Da geht's, aber hier liegt eine Pistole. Ja. Yeah. So, dann geht's jetzt ab. Haben wir noch eine Techno-Lamp? Ja, haben wir. Sehr gut. Guck mal, was hier auf dem Boden so rumliegt. Nee. Ja, nee, eine Spritze. Das ist kein Edding. Only trained members of staff. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits. Oh, hier ist Wasser. Cool, vielleicht haben Zombies Angst vor Wasser. Ich bin mir sicher. Der steht bestimmt auf. 100 Pro ist das einer, der aufsteht. Pass mal zu der Tür und dann. Hier passiert aber 100 Pro irgendwas extrem Horrormäßiges. Weiß ich nicht, weil das diese Horrormäßig. Ja. Guck mal nach links in der Ecke. Da genau, ich will mal gucken, was hier ist. Nee, nichts. Okay, gut. Ja, toll, toller Raum ist ja. Ein klasse Raum ist das ja. Okay, gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Zum Glück sind das alle Skelette und es gibt keine Skelettgegner-Models. Von daher können es hier keine Gegner sein. Natürlich können es Gegner sein. Hast du jemals schon mal in Half-Life ein Skelett als Gegner gesehen? Nein. Siehst du. Was war diese Scheibe? Hast du was auf? Ja. Ah, da können wir draufschießen. Sauber. Auf das Gasding da. Du musst doch zielen. Haha! Wusstest du. Oh, ich hab da gerade was gehört. Guck mal bitte nach links. Nee, hä? Okay, ich habe mich vielleicht verhört. Das ist Brand? Brand, das ist ein Champion bei League of Legends. So, gehen wir einfach mal rein. Storage. Hier gibt's vielleicht extrem geile Supplies, sag ich doch. Oh yeah! You're still alive. I thought you died or something. I lost track of you for like 30 minutes. No idea what happened, but I'm glad you're back. Look, I know you can see her. She wants something from you. Just be careful. Oh, sie will etwas von uns. The rest of the hall is blocked by rubble. Let me think. Oh yeah, go back to the laundry room. Go back to the laundry room. About this, there should be an air vent behind the third washing machine. Go check it out. Okay, wir sollen irgendwie zurück in den Wäscheraum und da in die dritte Washing Machine reingucken. Aber jetzt gucken wir, ob. Ne, geht auch nicht auf. Okay, gut, hier sind bestimmt wieder Gegner hier. Also, ja. Extrem aufpassen ab jetzt. Oh oh. Okay, nee, hier schon mal nichts. Gut. Oh, der steht auf, sag ich doch. Oh, geil! Geil, direkt den Kopf weggeballert. So, und jetzt in die dritte Waschmaschine reingucken. Nee, hä? Hier ist überhaupt nichts. Oder hat er gesagt, hinter der dritten Waschmaschine? Ich weiß es nicht genau. Ja. Oh, ah. Das keine Ahnung, ob das gerade auch schon da war. Ob man das einfach überspringen kann, wenn man Ahnung von dem Spiel hat. Wenn ich resette mal hier so. Boah, jetzt haben wir uns erschrocken. Geil. Kommt da einfach so eine Leiche angeschwommen, ey. Die wollte vielleicht sich abkühlen. Oh oh. Da hat es gerade dreimal ganz dick geklopft hier. Das ist böse jetzt. Ich hoffe, da kommt nichts Fieses. Gucke mal ab und zu mal. Oh oh. Guck mal hier durch, ob wir hier schon was sehen. Irgendwas Gegnerisches? Nee. Ich speichere lieber mal. So. Savet. Check gerade leider ein bisschen. Gucken wir einfach mal hier rein. Toiletten. Die immer so schnell aufgehen müssen, die Toiletten. Da erschreckt man sich nur allein, weil die Toilettentür aufgeht. Ich hab mich jetzt nicht erschrocken. Ja,
Toiletten mitgenommen. Ja, vielleicht hat sie das Klo voll gemacht, als sie ihre Tage hatte. Das war der peinlich. Das Klo mitgenommen. Guck mal hinter rechts, hinter die, ob hier irgendwas, ja genau, ob hier irgendwas ist. Das ist ein Knopf zum Aufmachen. Ja, lass mal drücken. Das klappt sogar. Nicht. Ja, das war geklappt, ey. Gut. Und dann lass mal jetzt hier durch. Oh, hier geht's runter, cool. Ich will nicht runter. Da schon mal nichts. Ja, auch. Zum Glück muss man in diesem Spiel nicht so oft schießen wie in Half-Life. Darum klappt das hier mit unserem Doppel-Zocking eigentlich ganz gut. So. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ich würde sagen, ja. So, ich guck mal. Einfach nicht bewegen, dann kann ihm nichts passieren, außer zu schlafen. Aua. Irgendwas hat uns erschaffen. Ach, das war die scheiß Tür, die da zugegangen ist. Wir werden auch immer von so komischen Dingen getroffen. Ja. Was ist das denn? Das ist so eine Batterien oder so. Wie lange Batterien? Ach, die müssen wir vielleicht da rein. Wow. Ach, das ist Licht. Vielleicht einer so. Ach, hier sind wieder diese. Hier ist wieder eine Batterie. Ja, lass das mal links gucken. Hier noch irgendwas. Ah, hier ist auch so eine Batterie, okay. Und dann lass den mal die Batterie mitnehmen. Guck mal hin zu der Batterie. So. Guck mal hier nochmal. Nein, ich hab's verloren. Links. Da. So, und jetzt stecken wir es hier rein. Da unten vielleicht, da müssen wir raus. Kaputt. Ach so. Mann, du musst schon drauf zielen. Nein, scheiße. War die Flares weggemacht. Scheiße. So. Noch eine? Ne, rechts? Hier. Dann müssen wir noch eine dritte finden. Ja. Eine brauchen wir dann noch. So. Nee, hier ist sie nicht. Ist hier nicht noch eine Tür in dem Raum? Ja. Die? Sind wir durch die gekommen? Ja, da sind wir hergekommen. Nee, die geht auch nicht auf. Okay, dann lass mal die kaputt machen, genau. Hier scheint es nicht gewesen zu sein. Hier auch nicht. Die schon Nightmare House gespielt haben, die denken sich jetzt, oh, sind die blöd? Finden die dritte Batterie nicht? Vielleicht gibt es gar keine. Was? Es gibt gar keine? Da. Das ist eine kaputte, glaube ich. Schade. Lass mal, warte, nimm mal die kaputte auf. Was geht denn jetzt? So, wir legen die jetzt alle in eine Ecke. Geh mal in irgendeine Ecke. Damit wir die nicht verwechseln. So, das hier könnte eine ganze sein. Die leuchtet zumindest ins Feld. Du musst drauf zielen. Ja, doch. So, warte. Jetzt speichern wir nochmal. Und wechseln uns ins ab.